Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu dem nächsten Part hier bei Minecraft Galactic Science. So, es gibt mehrere verschiedene Updates. Und zwar zum allererst, was ihr hier seht, ist ein Server. Denn ich habe jetzt wirklich mal geschafft, einen Server aufzusetzen. Und ja, wie soll man das jetzt sagen? Egal was ich produziere, es produziert auch, wenn ich nicht da bin. Sprich also, da kann ich die Gravel-Produktion, also die Erzproduktion, endlich mal so weit machen, dass es immer automatisch geht. Dann habe ich auch wirklich keine Probleme mehr mit allem. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück, weil dieser Server ist doch schon ein bisschen länger online. Genau genommen, also wenn ihr das seht, ist es glaube ich 3 Tage schon online. Na, falsch lang gelaufen. Und ja. Okay, 71% sind die noch. Sobald das da fertig ist, bringe ich das ebenfalls zum Mars. Denn dann wird es richtig geil. Dann kann ich endlich mal ein bisschen besser. Wie heißt das? Enderperlen produzieren. So. Des Weiteren, was zum Update jetzt gehört, ist, dass die 1.5.5 Version rausgekommen ist. Sprich also, die ganzen Automatic Sieve werden jetzt eigentlich raus, aber der Server kann noch nicht das nehmen. Sprich also, ich bin hier noch auf der 1.4.18. Also, ja. Muss noch ein bisschen warten, damit ich da das Neueste spielen kann. Aber ich habe auch nochmal dort reingeguckt und habe festgestellt, dass die ganzen Siebe alle so noch bleiben. Nur es ist die neuere Version drin. Was ich persönlich schon ziemlich geil finde. Denn dann hat man da eher weniger Probleme mit. So. Moment. Will ich doch mal ganz kurz hier ein bisschen wieder starten. Das anfängt hier ein bisschen zu produzieren. Wo kommt das denn rein? Hier muss es. Ja, hier kommt das. Ja, hier ist das drin. Gut, das kommt hier rein. Das wird dann da reinkommen. Und das fängt schon mal an zu sieben. Oh, perfekt. Und ich glaube. Ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt so mache. Ich denke mal, ich bleibe doch hier. Bring den Kabel. Na, unterirdisch. Ja, das ist die Frage. Was ist das? Na, ich muss mal überlegen. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich erstmal unterirdisch Kabel verlegen, dass es dann in diese Barrels reingeht. Apropos, ich brauche Barrels. Barrel. Na? Diese Barrels. Brauche ich ganz viele Chests. Und eine ganz große Ankündigung. Und zwar, der Grund, warum ich auch noch teilweise den Server aufgesetzt habe, ist, dass ich jetzt das Projekt teilweise mit euch machen möchte. Sprich also einmal in der Woche, ich werde wahrscheinlich eher donnerstags, werde ich einen von euch einladen. Je nachdem, wer da gerade Zeit hat. Dann werden wir dort. Ja, ich denke mal 3 Parts spielen. Oder vielleicht so 1 Stunde spielen zusammen. Und ja, dass ich dann ein bisschen mit aufnehme. Einfach ein bisschen mit euch da spielen. Und ja, gegenseitig so mal vielleicht ein bisschen kennenlernen. Ist doch eigentlich auch nice. Und Alter. Oder mache ich das so? Nein, ich mache es ein bisschen anders. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass dieser Kabel einmal hier unterirdisch durchgeht, eventuell noch hinter rausgeht und einmal hier so lang läuft. Jeweils unten oben die Barrels, beziehungsweise dann nochmal oben eine rüber. Und dahinter werde ich dann wahrscheinlich, ja, muss ich mal überlegen, ob ich das jetzt mit den Refined Resolution Kabeln da mache.
Oder ob ich das wieder mit diesen Transfer Notes mache. Der Refined Regulation. Ob ich damit mache oder mit den Transfer Notes. Das muss ich nochmal überlegen, wie ich das genauer mache. So, nochmal zu den Server. Okay, das war ein bisschen kacke. Ja, also habe ich jetzt so aufgelegt. Das wird dann offline-mäßig da ein bisschen weiterlaufen. Und wir können dann ein bisschen zusammen spielen. Wird aber auch alles einmal die Woche passieren. Genauer genommen eben donnerstags. Eventuell, ja, das ist so für drei Parts reicht. Also sprich übers Wochenende. Dann schön mit Abonnenten eine Runde spielen. Und die Eigenschaft. Nee. Ja, das war jetzt das, was ich hier so zu sagen wollte. Und jetzt nochmal kurz so das, was gefordert ist. Denn einfach so wird man nicht reinkommen können. Wenn ich das so jetzt sagen kann und dürfte. Denn ein paar Forderungen habe ich doch, um das zu verwirklichen. Zum einen würde ich sagen, Altersbeschränkung. Ja, hört sich für den einen oder anderen vielleicht komisch an, vielleicht auch scheiße an, aber ganz ehrlich, so frecherweise kindliche, also wenn ich jetzt frech sein darf, so kindlichere Stimmen, sowas hört sich wirklich niemand gerne an. Deswegen würde ich sagen, ab 14 Jahren. Wenn ihr 14 seid, könnt ihr mir gerne schreiben oder könnt ihr euch hier gerne bei mir melden. Also das war jetzt die erste Kategorie, die erfüllt werden muss. Die zweite ist ein ordentlich funktionierenden Mikrofon. Sprich also, was ordentlich funktionieren bedeutet, ist, dass es kein starkes Rauschen ist. Dass da kein Kratzen, kein, wie soll man sagen, also extrem sensibel ist. Muss möglichst alles nicht vorhanden sein. Denn es soll ja möglichst eine ordentlichere Qualität haben. Und ich gucke hier gerade ein bisschen ziellos rum. Er soll möglichst ordentliche Qualität haben. Ja, kein Kratzen, kein Hintergrundrauschen, das man extrem hört. Ja, und sonstiges. Gut, leichtes Hintergrundrauschen kann ich ja noch verstehen, wenn man das so hört. Ich hoffe mal, dass Musik da ein bisschen überspielt. Aber ansonsten so richtig heftiges Rauschen möglichst verhindern. Extrem starke Hintergrundgeräusche, dass man da ständig hört, also also das Mikrofon zu sensibel ist, möglichst auch verhindern. Ansonsten gibt es da noch was? Genau, ja. Was für mich jetzt am wichtigsten wäre, ist höflicher Umgang. Also keine Beleidigung, keine Beleidigung. Höflich sein, nett, ja, nett unterhalten, also dass man sich nett unterhalten kann. Und dass man Spaß da reinbringt. Sprich also, nicht alles viel zu ernst nehmen. Sprich also, wenn irgendwas passiert, was nicht gerade vorteilhaft wäre. Ich habe sogar hier welche. Dann nicht gleich hier mit Fluchen anfangen oder sowas. Das möglichst vermeiden. Ansonsten. Was noch? Ja, generell. Beleidigung werde ich auch nochmal kurz dahinter. Also wenn sowas wie Beleidigung kommen, zum Beispiel wie fick dich oder irgendwie sowas. Okay, Ausraster können da mal vielleicht kommen, wenn da irgendwas wirklich Schlimmeres passiert ist. Also wenn da so eine Scheiße kommt. Ist auch völlig legitim. Kann man auch völlig damit leben. Aber wenn dann sowas kommt wie, wenn jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ja, hier mach du das, das, das. Und dann sowas kommt wie, fick deine Mutter oder irgendwie sowas. Oder deine Mutter. Besonders mit irgendwas mit deiner Mutter. Glaubt mir, ihr kriegt instant ein Bann. Ein Bann und ihr werdet vom Server gekickt.
und auch in die schwarze Liste, in die Liste eingetragen, worin steht, dass ihr nicht mehr reinkommt. Also, dass ich euch ja gar nicht mehr erst reinnehme. Beziehungsweise an diejenigen, die das sagen. Denn ich will höflicheren Umgang oder höflichen Umgang und möglichst nicht solche kindliches Verhalten. Das ist eigentlich nur mein Verlangen. Ansonsten ist jeder gerne willkommen. Müsst einfach nur schreiben, ja, hey, also privat, wie man das jetzt, also wie man mit mir da Kontakt tretet, also sprich, wie man mit mir da eventuell spielen kann. Ist eigentlich recht einfach. Und zwar bei YouTube schreibt ihr mir einfach eine private Nachricht mit, ja, keine Ahnung, mit, ja, wie kann man das denn schreiben? Server oder Server zusammenspielen, Serverbeitritt, irgendwie sowas. Und darin schreibt ihr einmal euren Minecraft-Namen rein und dass ihr gerne mal mit mir spielen wollt. Und wann? Ja, versucht. Ja, das ist eigentlich nur das Mindeste, was da verlangt wird. Vielleicht sogar noch am besten, wann so euer optimal Zeit ist. Also wann man mit euch rechnen kann, dass ihr da aufnehmen könnt. Sprich also, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, nächste Woche keine Zeit habt, aber ihr würdet gerne mal mit mir da ein bisschen spielen. Schreibt da einfach rein, ja, hey, können wir nicht dann und dann mal spielen? Da würde es mir am besten passen. Gut, dann schreibt das rein. Ich werde das versuchen, so weit zu planen, dass es alles wirklich zusammenpasst. Dass er möglichst jeder auch glücklich ist. Ja, und hoffe, dass es dann soweit alles ehrlich funktioniert. Aber das, ja, das ist das, was ich so am meisten verlange. Höflicher Umgang, ganz wichtig. Nicht gleich immer beleidigend werden, wenn man da irgendwas gegen sagt oder irgendwie sowas. Und ja, sonst fällt mir auch gerade nicht so viel ein. Musik ist da gerade gestoppt. Beziehungsweise Leerlauf. Moment. Habe ich denn irgendwas vergessen noch zu sagen? Also, kurz nochmal gesagt. Bedingungen, mindestens 14 Jahre alt. Gut funktionierender Mikrofon oder ordentlich funktionierender Mikrofon. Höflich. Also nicht gleich mit Ausraster kommen, keine Beleidigung etc. Das sind die drei Hauptthemen, also drei Haupt, wie heißt das, drei Haupt Forderungen, die erfüllt werden muss. Wenn da irgendwas noch kommt, was mir jetzt hier nicht so einfällt, werde ich dann nochmal schreiben, beziehungsweise in ein Video ankündigen, was noch bedacht werden soll. Also, ja, welche Bedingungen da noch erfüllt werden soll, damit ihr da mitspielen könnt. Ansonsten erreichen, YouTube privat einfach mal anschreiben, sagen, ja, hey, ich will hier mitspielen. Dann und dann passt es mir am besten. Und am besten euer Minecraft-Namen nochmal sagen. Denn ich mache das so mit der Whitelist. Also ich mache das mit der Whitelist, mit dem einfachen Grund, dass nicht jeder auf den Server beliebig reinkommen soll. Dass einfach nicht jeder beliebig da reinkommen kann und was weiß ich, was hier anstellen kann. Wenn irgendwas zerstört wird, also dass nicht zerstört wird oder was weiß ich. Jedenfalls, dass hier keine Scheiße gemacht wird. Werde ich denjenigen für diese eine Folge dann Whitelist setzen. Und Lava geht hier ein bisschen runter gerade. Ja, werde ich in die Whitelist setzen nach der Aufnahme, also sprich, wenn wir fertig sind, werde ich wieder rausnehmen aus der Whitelist.
dass nur ich hier dann reinkommen kann. Ich bin hier auch dauerhaft drinne und behalte den Server auch regelmäßig im Auge. Wenn jemand irgendwie reinkommt und ja, der unerwünscht ist, werde ich erstmal kurz regeln, ob da irgendwas nicht fehl verbaut ist, also dass hier nicht irgendwie was schlecht, also falsch eingestellt ist. Und eine Barrel fehlt mir hier noch. Nein, Quatsch. Das musste weg. Das kommt da rein. Emerald müsste gleich hier ankommen. Egal, nehme ich einmal. So. Alle gelockt. Perfekt. So, das läuft hier jetzt erstmal. Ich würde aber auch nochmal lieber sagen, wie sieht es hier denn aus? Ja, das ist das Problem. Ich setze mal ein paar Crucible mehr, damit das ordentlich produziert wird. Na, leck. Was ist denn los? So. Das mal kurz geleckt. Warum auch immer. Ja, so. Ja, wenn das das ist, was mir jetzt noch eingefallen ist, also sprich, wenn mir jetzt soweit nichts mehr einfällt, also wenn mir was einfällt, so, Mensch, dann werde ich das nochmal also ankündigen, ein Video oder ein Ex also im nächsten Let's Play irgendwann oder ein extra Video, dann werde ich das dort nochmal eben ankündigen, nochmal alle Regeln bzw. Bedingungen etc. nochmal auflisten. Und dann könnt ihr gerne mir schreiben und hoffen, dass ihr so bald wie möglich drankommt. Und wenn ihr mal da nicht drankommt und für eine längere Zeit drankommt, dann bitte seid so großherzig, also großzügig und seht da mal ein bisschen drüber weg. Denn ich nehme das einmal in der Woche nur auf, das nur donnerstags und dann auch nur über Wochenende. Deswegen kann da mal vielleicht ein bisschen dauern, bis da jemand drankommt. Aber den ersten, den ich da schon mal einladen möchte, ist der Toyo. Wann das der Fall sein wird, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber er war der erste, der, also den ich da schon einladen wollte. So, nochmal ganz kurz was snacken. Ach ja, und diese Woche werde ich auch erstmal noch nicht sowas machen. Also ja, im nächste Woche fängt das alles an. Dann werde ich vielleicht auch den ein oder anderen, wie heißt das? Den ein oder anderen haben, der gern mitspielen würde. Und je nachdem, wie schnell ihr das schreibt. Wow! Hey! Was ist denn passiert? Ah! Wo ist denn aber gerade was explodiert? Warte mal, was ist der Meteorit? Ich hoffe es doch mal. Eieiei. Knochen. Oh. Ja, hier kriegt man schon ein bisschen schneller Fallschaden. Oh, nope. Nope, Creeper. Du hast nichts gesehen. So. Was kann man denn noch so sagen? Habe ich denn hier so weit alles? Die Farm läuft. Eventuell sollte ich. Ja gut, das kann. Ach genau, das wollte ich machen. Den Pur Awesomeite. Pur Awesomeite. Wie ging das noch? Den Dust. Okay. Brauche ich einmal Dust. Ich brauche ganz viel Redstone Gold. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Leute.
Hoffe, euch hat soweit das hier alles gefallen und würde mich natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere mal hier Bescheid gibt, ob er wirklich mal sowas Lust hätte, darauf Lust hätte. Mir dann gerne, also ihr könnt da gerne anschreiben, bloß keine falsche Scheu. Ich werde euch da gerne nehmen. Ich werde dann wahrscheinlich auch einen neuen Skype-Namen da machen, also Skype-Account. Und da könnt ihr mich gerne alle adden. Ich werde dann auch alles in die Videobeschreibung reinschreiben, aber wahrscheinlich erst alles in der nächsten Folge. Denn darauf habe ich jetzt erstmal keine Lust. Aber sonst würde ich sagen, Leute, hoffe, es hat euch hier gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet. Hier bei Minecraft Galactic Science. Also Leute, haut rein und ciao.